So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Das müsste Folge 112 sein. Wir spielen in der dritten Liga immer noch mittlerweile die sechste Saison und wir sind im Prestigepokal eine Runde weiter. Nun geht es im Halbfinale gegen FC St. Pauli am 22. März. Okay, danke. Dazu klicken wir mal weiter. VfR Aalen, unser nächster Gegner in der dritten Liga. Schauen wir kurz. Die haben Libero. Kong, Kong, Kong. Ich glaube, wir werden Kong hier mal als Mittelstürmer spielen lassen. Der hat Abfang, das heißt, wir gehen hier rüber. Ophofen raus, dafür Krüger rein. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Innenverteidiger. Oh, die sind ja echt schwach. Okay, Krüger, du gehst mal hier drüben mit hin. Verteidiger, Verteidiger, Innenverteidiger, Verteidiger. Was noch, was noch, was noch? Bloch ist in Ordnung. Rainer. Unsere Abwehr passt auch. Amstatter. Komm, lassen wir auch so. Ab zum Spiel. VfR Aalen in Schwarz-Gelb, wir in Weiß-Grün zuschauen. So. Aalen mit Anstoß, die spielen zu Hause, wir auswärts. Bremen fängt den Ball mal. Ich habe wieder vergessen, Bartram umzubenennen. Bremen fängt den Ball ab. Ihm wird aber der Ball selber abgeknöpft. Vielleicht mal bei Bremen auf Kontrolle gehen. So, Bremen holt sich den Ball zurück. Schön. So, Pass auf Hook ging nicht, denn Kegel stand im Weg. Reinstattler. Mal gucken. Na, der Ball kam nicht an. Unser Libero direkt mal auf die Seite nachgerutscht. Reinstattler. Sagt mir nichts. Okay, Knoll macht sich auf die Fersen vom Ball und kontrolliert den Ball erstmal hier an der Eckfahne. Wow! Böses Foul. So. Pass auf Bartram. Bartram dribbelt. Leute, ihr seid Abwehrspieler. Bleibt doch mal auf eure... Wow! Okay, die spielen ganz schön ruppig. So, Und Kong! Der stand goldrichtig. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, zum Tor zu laufen, aber die Abwehrspieler sind echt nicht die stärksten bei Aalen. Hui, hui, hui. So, was haben wir hier? Okay, Knoll rettet vor dem Strafraum. Erstmal Ball weg. Bremer holt ihn sich zurück und ich glaube, wir könnten mal Halbzeit langsam machen, oder? Okay. Kong darf nochmal. 2-0. Kong, jetzt nicht überanstrengen. Kong, 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 wir brauchen dich, du bist so wichtig. Bösding Ophofen.
Pöstinger mal rein. Kong raus. Bremer. Bremer, dich schonen wir auch mal. Da geht Bloch mal rein. Wie sieht's hinten aus? Da gab's nicht viel zu. Oh, Moment. Der hat eine rote Karte bekommen? War das jetzt in meinem Spiel? Das zweite böse Foul da hinten. Jetzt muss ich mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Die hatten vorher schon eine rote Karte gehabt. Boah, Mist. Okay, Abwehrspieler passen doch ein wenig auf. Aber. Pöstinger, sehr gut. Jawohl, jetzt. Scheiße. Dann stehst du wohl im Abseits. Pöstinger, komm zurück. Also. Allen über rechts. Amstetter mit Grätsche, sehr schön. Das heißt, wir behalten die Aktionspunkte. Der Ball ging leicht daneben. Huck. Mach mal einen geilen Pass. Schade. Ah, Mist. Okay, meine Formation löst sich irgendwie auf. 2-0 Führung reicht eigentlich bequem. Huck, was machst du da? Hast du wieder keine Aktion? So, er wird von hinten gepresst und von vorne umgetreten. Also irgendwie sollte es mal langsam ein paar Karten geben hier. Also. Jawohl, auf Krüger. Hackentrick, jawohl. Und Krüger jetzt zieh ab. Man hat nochmal Hackentrick versucht. Schade. Gut, 88. Minute, komm. Schiri, pfeif ab. Ha! Amstatter, du standest ja perfekt. Spielende 2-0 gegen Aalen. So. Müssen wir mal schauen, was Preußen Münster gemacht hat. Kong, bester Spieler. Helmer, Platz 2. Bremen, 3. Gab es hier noch irgendwas Besonderes? Nein. So. Zwei Tore geschossen, heißt wieder knapp 9000. 6 Ruhmpunkte. Und jede Menge neue Fans. So, Preußen Münster hat gewonnen. St. Pauli hat auch gewonnen. Schauen wir mal. 14 Punkte Vorsprung vor Frankfurt. Ah, Preußen Münster. Gut, damit ist Kong jetzt wieder ein Stückchen auf. Nach oben gerutscht. Dafür ist meine Abwehr jetzt nicht mehr ganz so. Gut, ein Spiel können wir noch. Gegen Bielefeld, diesen Platz 14. 2 Punkte. Wollt ihr mich verarschen? Bielefeld hat nach 18 Spielen 2 Punkte. Was zum? Na gut, 6 Tore geschossen. Boah. Das ist ja mal mies. Gut, dann schauen wir mal, wie Bielefeld spielt. Libero, Innenverteidiger. Innenverteidiger 96. Komm,
Grätsche. Langer Pass. Ach, ich muss noch kurz das Training von Breme verändern. Du gehst mal auf Kontrolle. So. Wo war das Gegner? 57, 58, komm, da geht Knoll mal hier rüber. Puh. Auf zum Spiel. Wir spielen zu Hause Bielefeld auswärts in Gelb-Blau. Zuschauen. So. Kong, lauf nach vorn. Krüger, lauf nach vorn. So, pass auf Krüger. Krüger nach außen. Will sich den Libero schnappen. Wird nix. Aber dafür eine Ecke. Ah, und Bartram wieder nicht umbenannt. So, wer ist das? Huck. Huck darf wieder mal die Ecke treten. Er versucht's auf Krüger. Und der Ball kommt an. So, Krüger jetzt. Nicht immer den Hackentrick. Junge. Du bist doch so in... Ja, wobei Genauigkeit, ja. Doch. Das war ein weiter Wurf. Faustmann. Marunde fängt den Ball ab. Und... Oh, Kong. Sehr schön, so. Amstatter, kommst du bis zu Kong? Ich glaube nicht. Okay. Also, dein Hackentrick, Junge, der ist irgendwie nicht der beste. Auswechseln. Krüger ist doch schon völlig im Arsch. So. Pöstinger und Kong. Die schön gemacht am Statter. So. Kurz mal den Ball halten. Oh, wenn Bielefeld gegen uns einen Punkt holt. Wow! So, jetzt komm. Nehmt den raus hier. Der Junge fault ja alles und jeden. So, Pöstinger. Schieß. Mist. Okay, Halbzeit. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Kong ist... Wobei, Innenverteidiger. Libero, Libero. Wir wechseln mal die Position. Grätsche. So, Kong, du musst jetzt mal zeigen, was du kannst. Nicht gegen Bielefeld unentschieden. Bitte nicht. Breme schwach. Ich glaube, jetzt geht meinen Leuten wieder der Saft aus. Oh, nicht zurück. Okay. Oder wollt ihr, dass sich meine Stürmer einfach besser positionieren? Oh. Mann, Mann, Mann. Okay, gut. Okay, Kong steht
Perfekt jetzt. Helmer, weiter. Pass, jawohl. So, jetzt Kong, mach dein Tor. Danke. 68. Minute. Hanfmann feiert im Tor. Der hat ja fast gar nichts mehr zu tun bei mir. Wechseln wir mal Kong noch aus. Und stecken Ophofen rein. Pöstinger. Wen könnten wir? Helmer. Helmer, Helmer, Helmer. So. So, Kong läuft nochmal Richtung Strafraum. Noch ist er nicht ausgewechselt, erst wenn der Ball irgendwie mal ins Aus gerät. Wow! Okay, Kong, mach dein Tor. Wow! Okay. Kong, der alte Mann, der alte Sack, der zeigt, was er kann. Bremen feiert. So, jetzt ist aber Kong dann mal ausgewechselt. Ophofen ist drin, jawohl. Wen hatten wir noch ausgewechselt? Helmer für Hummel, genau. Jawohl, meine Abwehr passt auf. Pöstinger zieht auch jetzt Richtung Strafraum. So. Bartram. Gut. 90. Minute pünktlich. Ende. Kanonenschuss zweimal von Kong. Damit wird er wohl wieder bester Spieler sein. Kong, Helmer, Bremer. Bin ich irgendwie fast gewohnt mittlerweile. Pöstinger hat auch noch eine Stufe gut gemacht. Zurück. Ich meine, okay. Ticketverkäufe 30.000. Ja, mein Stadion ist voll. Das heißt, 2.000 Plätze. A 15 Euro macht 13.000. Nochmal knapp 9.000 für die Tore. Denn wir bekommen für jedes Tor 4.442 Euro vom Sponsor. 6 Ruhmpunkte, 33 neue Fans. So. Preußen Münster hat verloren. Ich glaube, die dritte Liga hat einen neuen Tabellenführer. Yippie, yippie, yay. 19 Spiele gemacht, 15 davon gewonnen. Optimal. Dann schauen wir mal hier. Oh, hier gab es einige Tore. Kong mit 13 jetzt. Vorlagen, Helmer immer noch. Gut an der Spitze, zwei Kämpfe, Prime, Knoll und Amstatter, Paraden, naja. So, jetzt bevor ich es vergesse, wo ist Bartmann? Profil. Bartram ist jetzt Bartmann. Muss ich das bestätigen? So, zurück. Gibt's noch jemanden, den ich umbenennen möchte? So, King Kong. Kong, du bist jetzt King Kong. Profil ändern.
Kong, du bist jetzt King Kong. Zurück. Wen haben wir noch? Amstatter. Hukmarunder, Hanfmann. Heiner. Knoll. Pöstinger, Ophoven. Ach, die lassen wir so. Dann mal zum nächsten Spiel. Dann geht's gegen Groß Asbach. Oh. Könnte eigentlich die Folge schon wieder beenden. Innenverteidiger, Innenverteidiger, Verteidiger. Kuh. Hier müssten wir Kong eigentlich mal wieder schonen. Stürmer Pöstinger rein. Verteidiger, Innenverteidiger. Pöstinger. Der hat Abfang. Dann bleiben wir auf der Seite. Naja, egal. Ende für diese Folge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal bei Football Tactics and Glory. Tschüss, ciao, bye bye.